Im heutigen Video werden wir mal wieder die heftigsten Minecraft-TikToks austesten und schauen, ob diese funktionieren. Ihr habt auf das letzte Video 7000 Likes dagelassen. Dementsprechend gibt es heute 7 TikToks. Lasst auch heute fleißig Daumen nach oben da, Leute, denn pro 1000 Likes gibt es im nächsten Video wieder ein TikTok mehr. Also sprengt den Like-Button und abonniert meinen Kanal. Let's go! Das hier ist nämlich einfach mal der allererste TikTok heute, einen Teppich-Duplikator. Und zwar wird er hier gerade gezeigt, wir brauchen anscheinend einen Observer, Smooth Stone, darüber dann einen Sticky Piston, Slime-Blöcke und dann kommt einfach ein Carpet da drauf und dann soll sich angeblich diese Teppiche duplizieren. Dann versuchen wir das Ganze doch einfach mal aus, Freunde. Und zwar kommt dann hier erstmal ein Observer hin. Der muss so zu uns zeigen, also mit dem Pfeil in diese Richtung. Dann kommt jetzt hier einmal neben der Smoothstone hin. Hier unten kommt dann der Schalter hin. Hier drüber ein Sticky Piston und an den Sticky Piston dran kommen dann einmal zwei Slime-Blöcke. Und hier oben packen wir dann einmal den Teppich unserer Wahl hin. Ich nehme jetzt einfach mal einen roten Teppich. Ihr könnt es allerdings auch mit einem schwarzen Teppich machen, laut des TikToks. Wir probieren es jetzt erstmal aus und wird es funktionieren oder nicht? Und das sieht aber jetzt hier gerade nicht so aus. Oh, lol! Doch, es funktioniert! Ah! Die ganzen Teppiche werden einfach mal hier hin katapultiert. Was ist das denn? Schaut euch das mal an. Die ganze Zeit werden diese Teppiche nach da hinten geschleudert. Und ich kann ja auch jetzt... Lol, ich konnte den Teppich gar nicht mehr abbauen. Ist auch egal. Wir können es also auch mit schwarzen Teppichen machen. Also funktioniert dieser TikTok definitiv. In diesem TikTok wird auch ein Duplikator gezeigt. Allerdings kein normaler, sondern ein Diamant-Duplikator. Eieieiei, ob das wirklich wahr ist, ich glaube eher weniger. Natürlich probieren wir das Ganze auch aus, damit ihr das nicht ausprobieren müsst, Freunde. Vergesst natürlich nicht, fleißig Likes dazulassen für weitere TikToks im nächsten Video. Und zwar kommt jetzt hier einmal in diesen Dispenser eine Spitzhacke herein. So wurde es im TikTok gezeigt. Was für eine Verzauberung da drauf war auf der Spitzhacke im TikTok, weiß ich nicht, weil das nicht Deutsch war, nicht Englisch war. Aber Leute, ich kann euch so viel sagen, das sollte nicht ausschlaggebend sein. Dann kommt hier einmal ein Deep Slate Diamond Ore hin und auf allen Seiten müssen dann hier diese Lightning Rods hin und jetzt sind wir eigentlich schon ready, um das Ganze auszutesten. Ich würde sagen, ich drücke mal auf den Schalter drauf und das ist ja nicht mal ansatzweise das, was wir uns hier erhofft haben. Also ich bin der Meinung, da wurde mit einem Command-Block gearbeitet, dass das hier die ganze Zeit abgebaut wird. Wie das genau funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Wenn ihr wisst, wie das geht, schreibt es gerne in die Kommentare, denn ich habe leider keine Ahnung. Hier wird einfach mal gezeigt, wie man einen Magneten erstellen kann. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, inwiefern der Magnet funktionieren soll. Ah, doch, dass die Blöcke automatisch zu einem hingezogen werden. Okay, jetzt verstehe ich das. Aber ich würde sagen, wir probieren es erstmal aus. So, wir sind jetzt in der Bedrock Edition unterwegs, denn das Ganze geht nur in der Bedrock Edition. Und wir brauchen erstmal natürlich einen ganz normalen Repeating Command Block. Dafür schreiben wir einfach /give euren Namen in den Chat ein und Repeating Command Block. So, wenn wir uns diesen hier geschnappt haben, dann müssen wir jetzt einfach mal diesen Befehl reinschreiben. Ich habe ihn mir schon kopiert. Ihr könnt das Video ja ganz kurz anhalten, wenn ihr das nachmachen möchtet. Ich weiß aber noch nicht, ob es funktioniert. Dementsprechend, so, sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Und was wir jetzt noch machen, ist, wir schnappen uns einmal einen Schalter. Ich hole mir jetzt einfach mal eine Schaufel und dann wechseln wir mal sofort in den Survival-Modus, denn das ist ganz wichtig dafür. So, Game Mode Survival. Und jetzt müsste der Effekt schon funktionieren, oder? Nee, irgendwie noch nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Ich wechsle nochmal ganz kurz rüber in den Creative-Modus. Muss ich hier irgendwas umstellen? Repeat? Ich mache das Ganze mal auf Always Active, wobei jetzt E. Hier ist irgendwie ein Fehler anscheinend, steht hier. Also das hier soll anscheinend wirklich funktionieren. Ich hatte nämlich schon gesehen, es wurden Items eingesammelt. Das andere funktioniert irgendwie nicht so richtig. Aber ihr seht auf jeden Fall, jetzt haben wir oben links eine super nervige Konsole stehen. Ich glaube, die kann man sogar ausblenden mit Game Rule. Command Block Output of False. Ist es jetzt ausgeblendet? Ne, irgendwie nicht so ganz. Wobei, ich glaube doch, ich wechsle jetzt nochmal rüber in Survival-Modus, Freunde. Und jetzt baue ich mal Sachen ab. Und wir sehen doch, das wird nicht mehr angezeigt im Chat. Perfekt. Und wir sehen, die Sachen werden einfach mal zu mir hingezogen, obwohl es ja viel tiefer ist. Also eigentlich könnte es ja gar nicht sein, dass ich diese Items einsammle, weil ich ja nicht mal in der Nähe bin.
Aber ich sammle die Items ein, obwohl ich einfach mal oben bin. Also ich bin quasi ein lebender Magnet gerade. Und das ist doch sehr, sehr cool. Also richtig nice. Mit diesem Trick wurde angeblich Minecraft zerstört. Und zwar sehen wir, wir haben hier einen Bedrock-Block, wir brauchen Cobwebs und wir brauchen eine Schalkerbox. Schnappen uns dann eine Schaufel, lassen Sand in diesen Cobweb, also in das Spinnennetz hereinfallen. Und dann sollen wir angeblich in der Lage sein, mit einer Schalkerbox diesen Sand in einen Bedrock-Block rein zu glitschen. Und nach irgendwann soll angeblich der Bedrock-Block droppen. Und diesen Bedrock-Block können wir dann irgendwo wieder hinbauen. Ob das geht, testen wir jetzt. Ich muss ganz kurz am Anfang nochmal eine Sache sagen. Ich finde es sowieso schon komisch, wie man überhaupt Bedrock hier hinbekommen soll, also ohne im Creative-Modus zu sein. Aber trotzdem probieren wir das Ganze einmal aus. Also wie gesagt, wir brauchen hier erstmal einen Bedrock-Block. Wir brauchen ein paar Cobwebs. Wir brauchen eine Schalkerbox. Ich nehme einfach auch mal eine rote, wie das im Video der Fall war. Und natürlich brauchen wir auch noch Sand. Und ich würde sagen, das testen wir dann jetzt einfach mal aus. Die Schalkerbox muss allerdings in diese Richtung zeigen, dass sie halt so öffnet, ne? Und das war's eigentlich schon. Das heißt, wir platzieren jetzt hier Sand, lassen jetzt diesen Sand hier herunterfallen und passiert es? Lol, okay, wir können... Ah, wir können diesen Sand so ein bisschen bewegen. Wir sehen es aber, er glitscht leider immer wieder zurück. Oder muss ich ganz schnell machen? Nee, auch da tut sich nichts. Also, das sieht gerade eher schlecht aus. Ich kann da drauf drücken, wie ich möchte. Leider glitscht dieser Sand immer wieder zurück. Also, ist einfach... Okay, jetzt ist er gerade kaputt gegangen. Also, man kriegt diesen Sandblock einfach nicht in Bedrock herein. Man sieht es auf jeden Fall, dass es versucht, da irgendwie rein zu glitschen. Aber keine Chance, keine Chance. Also, dieser TikTok wurde auf jeden Fall gefaked oder es war irgendwann mal möglich. Aber wir sehen, das ist leider so nicht machbar. Ne. In diesem Glitch wird einfach mal gezeigt, oder in diesem TikTok wird ein Glitch gezeigt, womit wir uns unendlich Rails machen können. Das wird jetzt hier einfach mal hingebaut. Wir brauchen auf jeden Fall Honigblöcke, wir brauchen einen Observer, eine Rail, eine Tector Rail sollte das sein, dann noch ein Observer, einen Sticky Piston und dann sehen wir schon, funktioniert das Ganze. Aber ich denke mal, man kann da auch jede x-beliebige Rail hinpacken. Dann starten wir doch einfach mal unser Experiment. Wir müssen erstmal einen Observer platzieren, der allerdings nach oben zeigt. Hier neben müsste dann einfach der Honigblock hinkommen. Ich bin jetzt gerade noch überlegen, wie das so richtig ist. Ich glaube, so sollte richtig sein. Hier dann, wie gesagt, noch ein paar weitere Honigblöcke. Dann einmal ein Observer, der so zeigt zu uns, also der Pfeil in diese Richtung. Und dann kommt eigentlich noch der Sticky Piston und das war es auch schon. Dann sind wir eigentlich fertig. Hier kommt dann einmal noch dahinter der Schalter und jetzt hier drauf die Rail. Ich nehme jetzt einfach mal eine Detektor Rail, weil das auch so im TikTok gemacht wurde. Und das ist noch alles ganz normal. Und jetzt, wenn wir den Schalter hoch machen, müsste es funktionieren. Das sieht aber jetzt noch nicht so aus, als würde es so funktionieren. Ich glaube, mir ist ein Fehler unterlaufen. Und zwar muss der Observer andersherum zeigen. So hat sich jetzt was verändert. Und jawohl, okay, da ist der Fehler gewesen, Leute. Also achtet auf jeden Fall, dass dieser Observer mit dem Pfeil zum Sticky Pisten zeigt und wir können uns jetzt hier, wie gesagt, unendlich viele Rails machen. Stopp das Ganze hier mal. Zack, zack, zack. Wir sehen, wir haben jetzt hier einfach mal 40 Rails und das Ganze geht auch mit zum Beispiel Powered Rails. Also das soll angeblich keine Rolle spielen, welche Rails man jetzt hier drauf packt und natürlich auch mit ganz normalen Rails. Also Leute, ich sag mal so, wenn ihr auf kostenlose Schienen steht, dann ist das auf jeden Fall eure Maschine des Vertrauens. Hier wird einfach mal gezeigt, wie man angeblich eine Bienenkönigin machen kann. Wir müssen erstmal zwei Glasscheiben übereinander packen, bekommen dann so komische leere Glasbehälter. Und dann seht ihr schon eine Royal Jelly Bottle. Hä? Dann schnappt der Kollege sich ein Spawn-Ei mit Bienen. Dann gibt er dieser kleinen Biene eine Royal Jelly Bottle-Dings. Und auf einmal haben wir so eine fette Biene? Hä? Als ob das geht. So, ich bin jetzt hier wieder am Board, wo wir gerade diesen Command-Block ausprobiert haben. Ich zerstöre den erstmal ganz kurz. Und jetzt, was brauchen wir alles, Leute? Diese Sachen werden wir auf jeden Fall benötigen. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Crafting-Table. Erstmal müssen wir uns ja so zwei Gläser schnappen, also Glasblöcke schnappen. Und dann bekommen wir eine Empty Royal Jelly Bottle heraus. Hä, gab es das schon immer in Minecraft? Auf jeden Fall, nachdem wir uns das gemacht haben, machen wir das Rezept, welches im Video gezeigt wurde. Also eine
Empty Royal Jelly Bottle in die Mitte. Oben hier einmal Honeycomb und außenrum Honey Bottles. Und wir bekommen eine Royal Jelly Bottle heraus. Hä? Okay, Leute, dann schauen wir mal. Wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir eine Babybiene spawnen lassen. Und wir sehen, hier sind keine Babybienen am Start aktuell. Also irgendwie will hier keine Babybiene herauskommen. Aber, ist das nicht diese das war doch die, oder nicht? Aber wir testen es erstmal ganz kurz aus. Wann kommt denn hier eine Babybiene heraus? Babybiene kommt? Kann eine Babybiene hier überhaupt herauskommen? Mann! Babybiene, wie viel? Ah, da ist sie! Yo, da ist sie! Ey, bleib stehen! Bleib stehen. Okay. Und jetzt müssen wir diese Potion einfach ihr geben. Ey, wo ist die hin? Da ist die hin. Und? Nee, das ist die nicht. Hä, wo ist die hin? Nein, sie ist verschwunden. Okay, da ist sie wirklich, Leute. Also einmal Rechtsklick drauf und... Was war das denn für ein Sound? LOL! Was? Ich glaube es nicht, dass das funktioniert. Aber Leute, was das Wichtigste ist, ganz, ganz wichtig, damit das auf jeden Fall bei jedem funktioniert, ist, ihr müsst unter die Einstellungen gehen von, Moment, von der Welt. Und dann seht ihr unten links, das ist einfach ein Data-Pack gewesen, Leute. Beziehungsweise ein Resource- oder Behavior-Pack. Also im normalen Minecraft-Vanilla funktioniert das natürlich nicht, Freunde. Das wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein. Aber in dem Sinne würde ich sagen, das wäre es gewesen. Lasst sie mal einen fetten Like da, lasst ein Abo da für mehr TikToks und schreibt in die Kommentare, habt ihr es geglaubt? Ich auf jeden Fall nicht. Was könnte dieser letzte mysteriöse TikTok sein? Lasst genug Likes da und im nächsten Video wird dieser TikTok enthüllt.